geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und dann kann es doch jetzt gleich losgehen, beziehungsweise jetzt jeden Moment. So, nun geht die Partie los. Die Gäste komplett in Weiß, von rechts nach links. Ja, können sie klären. Aber vielleicht jetzt nochmal. Und es gibt Elfmeter. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Aber für den Schiedsrichter Rupert schien es relativ klar gewesen zu sein. Also der hat gar nicht gezögert. Und direkt zweites Mal Elfmeter im zweiten Spiel. Ja, da läuft er hinten rein. Ja, das war wahrscheinlich etwas zu ungestüm. Charlison Benchop gegen Maximilian Brüll. Benchop, oh, der lässt sich Zeit im Anlauf. Dann ist es aber gekonnt. Gruß nach oben. Charlison Benchop mit dem 1:0 für den Wuppertaler SV in der 8. Spielminute. Abgezockt gemacht. Ja, da wird es manchen dann ja manchmal ein bisschen zu viel, wenn er da so ganz langsam antänzelt. Aber ja, er weiß, was er macht. Und wenn man trifft, hat man ja sowieso recht. Macht hier auf jeden Fall bisher ein ordentliches Spiel. Und jetzt wäre er tatsächlich wieder frei, Schröers. Diesmal auch auf die linke Seite, aber diesmal ein bisschen zu spät. Ryan Naderi gegen Sebastian Patzler. Und dann, das war knapp, laut Rupert wohl eine Schwalbe vom Angreifer. Also er wollte ihn schon haben, das kann man auf jeden Fall sagen. Ball gespielt. Das ist eine Liga für sich. Ja, das kann ich glauben. Jetzt Lukas Ulrich versucht selbst und da steht niemand, der den Nachschuss verwerten kann. Auf der rechten Seite heute der Ersatzschienenspieler. Super Ball. Ja, Fukuda. Jetzt schon einige Male mit einer Aktion und jetzt Schröers verzieht den Ball, aber das war natürlich eine Riesenchance. Ja, vielleicht ja jetzt, aber noch geklärt. Oh, okay. Kein Abseits wohl. Pitlick. Oh. Stark von Brüll. Ja, langer Ball. In der Brüll. Oh, oh, oh. Das gibt die rote Karte vor dem Strafraum mit der Hand an den Ball. Das war richtig knapp. Aber es haben hier viele so gesehen und dann, ja, der Schiri fackelt nicht lang. Sehen wir, ganz langer Ball. Ja, und dann ist er auf jeden Fall vorm 16er und das hat man schon deutlich, das war schon so ein Schritt. Das war auch mein vorne. Erstes Gefühl, dass ja, und es außerhalb war. Da gibt's keine zwei Meinungen. Ja, und für ihn natürlich auch schwierig. Jetzt in der letzte, ja, da tritt er noch gegen die Bande, da kriegt er jetzt noch ein paar Walk of Shame ist ja, das. Wirklich. Also, erste Bewährungsprobe für den jungen Keeper in die Mauer. Und Nachschuss und direkt eine ordentliche Parade. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Das sind auf jeden Fall die Einblicke, die wir hier gebrauchen können bei Sport Total. Und Neuntgens hat den Ball sicher. Ja, für ihn natürlich auch keine einfache Situation, aber manchmal ist es vielleicht sogar besser, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ja, aus der kalten Buchse kommen wir. So ist es. Und jetzt Schröers, ist er jetzt erfolgreich. Ausgleich. Borussia Mönchengladbach. Mika
Schröers. Aller guten Dinge sind drei. Und jetzt macht er ihn. Durch. Gekonnt. Ja. Und das erfreut die Zuschauer hier auf jeden Fall nicht. Walde! Was für ein Ding! 2:1 für die Jungfohlen. Traumtor von Simon Walde. Einfach mal abgezogen und Patzler bleibt wie angewurzelt stehen. Patzler jetzt mal mit Langholz. Benchop. Jetzt vielleicht Benchop! Latte! Wollte gerade schon sagen, relativ unauffällig in der zweiten Halbzeit. Bulut auf Benchop. Super Bewegung und dann. An die Latte. Und Michel Lieder zieht durch. Steckt ja auch in seinem Namen, ne? Lieder? Oder? Nee. Perfekt. Den muss ich mir merken. Verpasst er den Kopfball gegen Macheta. Der geht noch an den Pfosten. Mit dem Eckball. Macheta an die Latte. Ausgleich. Hüseyin Bulut. Und in Velbert geht die Post jetzt richtig ab hier auf der Tribüne. Macheta an die Latte und Bulut dann direkt mit dem Abpraller. Tor für den BSV und der Torschütze, unser Tobi Peitz. Götzschkan nochmal mit allem, was sie haben. Schwers. Geht rein! Damian Macheta, der Joker sticht. 3:2 für den Wuppertaler SV und jetzt rennt der ganze Staff aufs Feld. Was für unfassbare Szenen hier. Richtiges Gewusel im Strafraum und dann setzt Damian Macheta den Schlusspunkt. In einer wilden Partie, besonders wilde zweite Halbzeit. Und das sind natürlich extrem emotionale Szenen hier. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.